die Aliens lassen sich ja nicht irgendwie selbst in den Arsch treten. Das müssen wir schon übernehmen. Mehr oder weniger. Wer weiß, vielleicht sind es auch keine Aliens. Ich blick da immer noch nicht durch. Aber egal, kenne deinen Feind, mir egal. Kira, warum beginnen Kriege? Das ist eine gute Frage, gehen wir mal auf den Grund. Wir sollten hier wirklich nicht kämpfen. Menschen können nur mit der Hilfe anderer leben. Also, warum können wir hier nicht auch alle für dieselbe Sache arbeiten? Wenn wir Dinge wie diese machen, kann es nur mit Tränen enden. Dies ist genau die Art von Welt, die wir zu verändern versuchen sollten. Sie können nun eine Freundschaft mit Kira Yamato, nicht Yamamoto, okay. Chan! Ist das jetzt überhaupt auch ein Kerl? Jetzt sieht er für mich irgendwie männlicher aus. Jedenfalls männlicher als Kira, egal. Ich habe es geschafft, mich mit Amuro zu treffen. Das ist endlich mal eine Erleichterung. Er ist ein Held, weißt du? Er hat es geschafft, einen Krieg zu beenden. Naja, vielleicht ja nicht alleine. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Sprüche wie solche sind Propaganda für jene, die an der Föderationsidee von Gerechtigkeit festhalten. Wenn es dich interessiert, kannst du es gerne in den Geschichtsbüchern nachschauen. Sag nur Amuro nicht, dass ich es dir gestattet habe. Wir können nun eine Freundschaft mit Chanagi entwickeln. So, aber Chan ist auch für mich eigentlich ein relativ weiblicher Name. Chan. Es gibt zwar auf Apple Wall Chan, ist zwar ein Kerl, aber egal. Für mich ist es weiblich. Alle arbeiten so hart, oder etwa nicht? Auch ich muss mein Bestes geben, um sie alle als ihr Teamleiter zu unterstützen. Sie helfen mir bei vielen Dingen, die ich nicht erledigen kann. Also muss ich es ihnen zurückzahlen, indem ich ihnen helfe, Dinge zu tun, die sie nicht können. Freundschaftssuche mit Chan. Wow, Operator. Operator. Das ist ja super. Challenge mit dem Gedenken. Eine Gedenkmission? An deine Errungenschaft, wenn du diese Mission. 10 besiegte. Ach so, solche Sachen. Egal, wir wollen ja in der Geschichte einigermaßen weiterkommen. Im Arktikgebiet, das klingt. Da sollte man sich warm anziehen. Haha! Ja! Goof! Das ist super cool. Habe ich noch andere? Obwohl, ich würde, glaube ich, keinen anderen nehmen. Diese Folge ist schließlich was Besonderes. Wenn ich mich nicht irre, ist es die Abschlussfolge. Und deshalb müssen wir jetzt mit Goof die Sache beginnen. Über Kettenexplosion. Wird ein Feind mit einem Aufladeangriff, SP-Angriff oder Boost-Sprung vernichtet, explodiert dieser und beschädigt Feinde in der Nähe. Das ist wunderschön. Und jetzt geht's ab. Richtig Samurai-Warrior-Style. Mit Schwert und Schild. Vielleicht auch ohne Schild. Aber Hauptsache mit Schwert. Nicht wahr? Ja, da ist schon unser Goof. Er kann auch fliegen. Das ist sehr gut. Ich bin schon. Oh, der hat aber wenig Ausdauer. Amuro! Ready to engage. With you at my side, da müssen wir immer Kurzspritz einlegen. Egal. Und wir müssen immer vorher abbrechen, sonst überhitzt das. Und dann. Oh! Das ist ja super geil. Es ist ein Schwert und eine Peitsche. Und es ist ein Elektro-Laser-Peitschending. Puro 2. Das ist ja wie Mio 2, nur mit Puro. Oh, das ist aber nicht die feine Art. Mach dich doch nicht krank. Ich bin noch nicht ansteckend. Aber ich mach auch wenig Schaden, merke ich gerade. Egal. Für dich wird's reichen, Puro 2. Denn ich bin Goof. Yeah, Hula Hoop, Wumper. Denn ich habe die Goof Troop. Oh, da ist ja noch jemand. Bam! Oh, Domon. Wer auch immer du bist. Du siehst nach Ärger aus. Auch wenn du klein bist. Und zierlich. Oh! Der wahre Muso-Angriff wird freigeschaltet, weil wir so wenig Leben haben. Das war scheiße. Das muss ich zugeben. Das war echt scheiße. Oh! Ich bin überhitzt, glaube ich. Nee. Ich lade mich einfach nochmal auf. So ist das nämlich. So, bam. Ganz einfach. Puro 2 hat sich natürlich auch in der Zeit geheilt, aber ist egal. Denn wir haben es drauf und der nicht. Deshalb zerberstet der. 1000 Teile.
denn wir sind die Goof Troop. Wow, Benegar. Oder Bennifer. Fast wie Jennifer, nur mit Ben. Benten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier laber, aber es ist egal, denn ich bin ein Samurai im Weltall. Das ist ja noch besser als Afro-Samurai. Denn der hat nur ein Afro. Und ich habe einen super Anzug. Bong. Und ich habe einen Partner. Endlich, nicht mehr alleine. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so allein. Und verletzlich. Das... That was fun, das hat Spaß gemacht. Ich, so, Kinder. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, mit dem Suit habe ich anscheinend im Nahkampf richtig gute Crowd Control, weil ich hier Leute mit meiner komischen Peitsche echt umhauen kann, aber ich habe keine große Reichweite mit dem Schwert. Das ist halt. Nur wenn ich die Peitsche habe, dann geht's etwas. So, auf geht's. Hier, Puro Tu, du schon wieder. Ich habe einen Freund, den hole ich jetzt mal. Denn es ist Co. Ja! Balla, 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 bumm. So, Leute. Es ist eine Farce. Jetzt bleib doch endlich mal tot. Ich habe deinen Suit schon gerade erst kaputt gemacht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die klauen mir einfach meine Last jetzt. Ist zwar schön und gut alles, aber meine Stimme versagt. Was ist denn hier los? Ich sollte nicht so viele actionreiche RPGs, sag ich schon, actionreiche Let's Plays machen, weil ich so viel rumbrüllen muss. Und da beschwert sich dann auch wieder der Nachbar. Und das hat er nämlich gar nicht so gern, wenn ich so rumbrülle. Obwohl, er weiß ja gar nicht, worum es geht. Ich kämpfe hier dafür, seine Welt zu retten. Ich kämpfe für die Menschheit. Und dann kommt der an. Nur sei mal nicht so laut. Das ist nicht schön. Da könnte ich wieder ausrasten. Aber egal. Schwamm. Ich kämpfe ja fürs Böse. Und der Held schweigt. Um Genugtuung. Oh, Bennifer schon wieder. Da explodieren sie alle. Warum explodieren die alle? Ist das alles noch Kettenreaktion oder ist hier wirklich irgendein Beschuss? Das würde mich jetzt wundern. Oh Mann! Ich ziehe so wenig ab. Das muss ich ändern. Aber egal. Slow and steady wins the race. Komm her, Jennifer. Weißt du was? Du bist mir egal. Ich habe dein Ding hier schon eingenommen. Dann mach doch einfach deinen Scheiß. Ich tue etwas Nützliches und nehme das hier ein. Du kannst mir ja folgen, wenn du willst. Das wäre super knorkel. Du soll den Kampf dann einfach hier weiterführen und ich werde das in dein Ding noch einnehmen. Und dich töten. Das wäre doch schön. Bom, 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 bom. Oh, wunderschön. Kann ich auch in der Luft irgendwelche Kombos machen, das wäre schön. Ja! Das sind zwar scheiß Kombos, aber es ist ein Kombo. Yeah! Oh ja, ich merke, wie das mit dem Suit ein bisschen langwieriger ist. Aber egal, es ist die letzte Folge. Da müsst ihr euch auch mal ein bisschen die Geduld nehmen. Und ich feiere das sogar, dass wir hier so einen Nahkampf-Suit haben. Was? Frontal? Jetzt schon? Vernichte den feindlichen Kommandeur Char. Na dann. Oh, du? Du wolltest doch Amuro töten. Ray. Meine Stimme versagt schon wieder. Das ist ja nicht schön. Und ich habe ein dumpfes Gefühl. Ich versuch mal... Nee, ich glaube, wenn ich in die Mitte gehe, dann fällt der Ober. Okay. Oh, kleine Mini-Panzer. Oh, das ist ja super schnucklig. Egal. Es sind Kampfmaschinen, die dürfen nicht schnucklig sein. Wird alles neu gemacht. Neu konstruiert. Bitteschön. Ich kann nicht glauben, wie viele ich ausgenommen habe.
Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich hier reingehe, werde ich wieder von diesen Lasern beschossen. Und ich habe ja so schon Schwierigkeiten genug. Nee, okay. Alles gut, keine Laser. Aua. Doch Laser. Nee. Doch nur die normalen Decken. Schwupp. So, wo ist der Kommandant? Da ist er. Der macht mich fertig, der macht mich fertig! Leute, der macht mich aber echt fertig hier. Du bist erledigt, Char. Ich geh jetzt erstmal und hol mir eine Kiste. Domon! Oh, der guckt aber böse. Und er bewegt seinen Mund, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Die Leute bewegen endlich mal ihre Münder, während sie sprechen. Das ist schön. Das ist Zukunft. Okay, ich finde keine Kiste. Egal. Domon! Ich werde dich töten. Es wird zwar dauern, aber ich werde dich töten. Denn mit diesem Gundam-Anzug dauert alles ein bisschen länger. Oh, der ist aber echt sauer, oder? Damn, Quick Time. Was ist eigentlich mit meiner Partnerleistung? Ich will meinen Partner zurück. Oh, ja, ja, töte ihn mit deinem Schwert, mit deinem überaus großen Schwert. Ja, Goof, super Goof. Kommt ja wie gerufen, Goof. Genau, so endet es, Kollege. Kinderspiel, ja, ist jetzt übertrieben, aber... Okay. Also, Herr Obermacker, hier bin ich wieder. Du hast dich geheilt, das ist scheiße. Aber... Aua, ich bin überhitzt. Warum bin ich überhitzt? Ach, zu oft ausgewichen. Beziehungsweise zu schnell gelaufen. Boah, Quicktime schon wieder. Auf geht's! Das war knapp. Hab mich fast vertippt, aber ist noch alles gut. Aua. Ey. Ich fordere dich heraus. 1 gegen 1. Das hier ist ja eine Moppelkatze. Mit den ganzen Raketen und was weiß ich alle. Also Char. Da hinten ist noch eine Kiste. Die werde ich mir gleich holen. Wenn die Zeit gekommen ist. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. Noch ist alles Töfte. Denn ich hau dich einfach so platt. Brauch die Kiste nämlich gar nicht. Hier, bam. So einfach ist das. Aua. Okay, ich brauch die Kiste vielleicht doch. Habe ich gerade so entschieden. Oh, verdammt. Kopf ab. Das ist nicht schön. Was? Nein. Aber Goof. Egal. Also, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Dann wird die Folge halt länger. Die können meinen Goof doch nicht einfach so umhauen. Nee. Wir waren auf einem guten Weg. Und diesen guten Weg haben wir jetzt geebnet. Und diesen geebneten Weg werden wir nun zu Ende führen. Und dieses zu Ende führen werden wir... Ach nee. Das war's schon. Okay, weiter geht's. Vernichtungsoperation. Klingt gut. Aber Goof lassen wir jetzt erstmal in der Garage stehen. Der war, glaube ich, gut. Der war scheiße. Okay, nehmen wir den. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen ausgewählt. Und ich habe jetzt nicht den beschissenen von den beiden genommen. Denn für mich sehen ehrlich gesagt alle, die meisten Suits, alle gleich aus. Muss ich ganz einfach mal so sagen. Ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus, ich kenne mich mit den Anzügen nicht aus. Für mich sind das immer so weiße Brocken mit einem Schild und einer Waffe. Punkt. Okay, sind wir mal gespannt. Ich gehe einfach mal hier rechts lang. Das ist traumhaft. Traumhaft ist gut. Was hast du denn für eine Stimme? Gut, dass ich dich nicht synchronisieren muss. Das wäre ja peinlich. Oh, ich muss vor dem drin sein. Ich war vor ihm drin. Ha!
Kuro-Tu, du bist zu spät. Und nun, rechne mit den Konsequenzen. Oh. Guckt euch das an, das ist doch traumhaft im Gegensatz zu Goof. Obwohl, die Goof-Troop war super. Egal. Wir müssen halt die schweren Geschütze kommen. Nicht wahr? Ja. Bong! Oh, da schreit sie auf. Das ist gar nicht schön. Das fand ich scheiße. Das ist mir egal. Ich fand's geil. Bob. Jetzt haben wir noch einen Partner. Und da ist Domon. Und Gomorra. Boah. Der geht ja down wie nix. Oh, guckt euch das an. Traumhaft. Jetzt schießen wir auf ihn. Bam. Und da ist er schon tot. Richtig. Das war noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Das war die Spitze des Eisbergs. Was rede ich hier? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ja, du bist ein Schwächling. Genau so klingst du auch. Aber das ist mir egal. So ein bisschen Jan-Lay, nicht? Oh, hier explodiert alles. Finde ich super. Das ist echte Power. Ich bin ein Gundam-Meister. Richtig. Wie komme ich hier raus? Ich will hier... Ah, hier. Oh, so eine nervige... So eine Nörgler-Stimme. Ich meine, der Junge kann ja nichts für seine Stimme. Ich finde meine Stimme auch unerträglich. Aber so, die ganze Zeit rumzugehen, das ist doch... Nörgelhaft. Das sind bestimmt solche Leute, die immer petzen gehen. Schon früher als Kind immer... Okay, als Kind habe ich auch oft gepetzt. Aber egal. Daher habe ich auch so eine Stimme. Findet euch damit ab. So, Leute. Nichts für ungut, aber ich muss euch schnell töten. Ich will dieses Feld hier haben. Unbedingt. Es ist meine Bestimmung. Oh. Ich will mehr Schaden machen. Ich will, dass ihr explodiert. In einem großen Explosionsradius. Explosion-Ex. Bam. Okay. Stop. Okay. So wie dazu. Auf geht's. Aua. Hier passiert mir gerade zu viel. Ja. Okay, das haben wir geschafft. Sollen wir jetzt schon zum Kommandeur? Oder noch nicht? Ich glaube, der Kommandeur ist noch gar nicht da. Okay. Dann hat's keinen Sinn. Dann gehen wir natürlich erst hier. Und töten Bennifer und Kai. Jetzt gibt's aufs Maul. Kai! Kai ist schon tot. Scheiße. Da sind wir zu spät. So. Aber wo ist Bennifer? Benero. Egal. Ich hole einfach mal Kuh dazu. Kuh dazu, meine ich. So, wo ist er denn? Ist er schon tot? Nee, da ist er. Da ist Bennifer. So, komm her. Oh, hier sehen ja alle Angriffe irgendwie gleich aus. Merke ich gerade. Egal. Bam. Oh, Setsuna haut raus. Finde ich gut. Das ist löblich. Nicht mal einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Oder vor die Kanone. Jemand, der kein Blatt vor die Kanone nimmt, sollte ein Sprichwort werden. Okay. Jetzt geht's ab. Wir haben zwar alles eingenommen, aber die Moral des Gegners ist immer noch nicht auf Null. Was mich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Die haben echt eine gute Moral. Selbst wenn alles verloren ist, immer noch so positiv bleiben. Panzerung verbessert. Sehr gut.
Schon, Kollege. Ein Gang. Oh, hör auf. Falsch gedacht. Genau. Think again, kleiner Kai. Oh, Quicktime-Event. Kai! Oh, der hat ja Sommersprossen. Edge. Und weiter geht's mit Musu-Attacken. Sehr schön. Das ist Vitierung. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach. Erhaltene Pläne. Das ist ein guter Plan. Bennifer. Jetzt mischt er sich auch noch wieder. Oder die? Der, die das Bennifer. Mischt sich auch wieder ein. Oh, noch ein Quicktime-Event. Du willst mich. Ach, ein Typ. Okay. Stirb, Kollege. So, Kai, wo bist du? Mein lieber Herr Kai. Da ist er ja. Yeah! Sehr gut. Und da liegt wieder was rum. Panzerung. Sehr gut. So ist es richtig. Und alles explodiert. Genau so muss es sein. Genau so müssen Kämpfe gegen die Aliens aussehen. Richtig schnell. Actionreich. Explosiv. Exklusiv. Und explosiv. Also offen. Irgendwie. Ja, Kai, stirb. Oh nein! Da ist er schon wieder. Und jetzt sieht das Ganze anders aus, denn ich habe keinen vollbekackten Anzug. Also, Charl. Gib mir alles, was du hast. Charl Anasubis. Auf geht's! Oh, das ist ein Scheiß. Ah, trifft doch noch. Okay. Oh, auf geht's. Ja, wollen wir mal sehen. Ja, ich kann's wirklich besser. Ich weiß, das ist zwar nicht, was du gemeint hast, aber ich kann's besser als du. So. Oh, verdammt. Oh, super verdammt. Hier sind mir zu viele Leute, die mich immer angreifen. Und das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Auf geht's. Yeah! Genau, nicht aufgeben, Leute. Weitermachen. Damit ich stolz auf euch bin. Komm her! Charger! Du wirst sterben! Und zwar jetzt! Bam! Ja, zu langsam. Da geht er auf in Flammen. Haha! Die Rache ist mein. Das war für meinen Goof. Muss ich jetzt eigentlich einen neuen Goof entwickeln? Ist der jetzt für immer kaputt? Ich weiß es nicht. Ja. Schade ist. Freundschaft. Denn nichts ist schöner als so. Oh, der sieht ja schön aus. Oh. Oh, so einen kann man auch spielen. Finde ich gut. Klingt sehr gut. Auf geht's. Er muss es sein, der hinter allem steckt. Aber was kann er nur damit erreichen wollen? Amuro. Unmöglich zu sagen, was wohl als nächstes geschehen wird. Bleibt wachsam. Das werde ich. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch wachsam. Falls euch auch Alien-Angriffe drohen? Fragezeichen? Okay, das war ein scheiß Übergang zu einer Abmoderation. Aber egal. Wachsam sollte man auf jeden Fall immer sein, wenn es um Aliens geht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es geht hier nicht um Menschen, aber dass es hier um Aliens geht, wurde auch so ganz deutlich nicht gesagt. Also ich weiß nicht, sind es Aliens so gesehen, auch wenn es nur Roboter sind? Das Ganze könnt ihr ja für euch mal beantworten. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit dem Spiel. Vor allem, weil alles immer so schön explodiert. Das war wunderschön. Denn ein gutes Let's Play machen Explosionen aus. Das weiß doch jeder. Egal, ob man sie jetzt rein editiert mit irgendeinem Videoschnittprogramm, was ich jetzt nicht kann, weil ich nicht die nötige Software habe. Aber egal, dafür habe ich das richtige Spiel. Ja.
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Alien-Februar. Ich weiß gar nicht, haben wir einen besonders fetzigen Namen für diesen Februar? Oder ist es einfach nur der Alien-Februar? Ich weiß es nicht. Vielleicht fetziger Februar. Weil es fetzt gegen Aliens sind? Nein? Okay. Egal. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis später.